Die Polizei ist am späten Donnerstagabend mit einem Großaufgebot im Frankfurter Bahnhofsviertel angerückt, weil es Streit zwischen zwei Gruppen gegeben hatte. Bei der Auseinandersetzung, an der laut Polizei etwa 20 Menschen beteiligt waren, wurden mehrere Personen verletzt. Die Beteiligten hatten wohl unter anderem Messer und Pfefferspray eingesetzt. Die Einsatzkräfte mussten, um die Lage zu beruhigen, zwei Straßen sperren. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Was die Auseinandersetzung ausgelöst hat, wird noch ermittelt.